Meine Mama hat in der Schule noch Schreibmaschinen schreiben gelernt. Hört sich komisch an, oder? Genauso komisch könnte es sich irgendwann mal für meine Kinder anhören, dass ich im Informatikunterricht das Schreiben an einer Tastatur gelernt habe. Denn im Schnitt schafft man damit nur 60 Wörter pro Minute, während uns Gehirn-Computerschnittstellen, wie zum Beispiel der Gehirnchip, den Neuralink entwickelt, uns theoretisch an die Grenzen von dem bringen könnten, was unser Gehirn verarbeiten kann. 800 Wörter pro Minute. Bis es soweit ist und ich mich zu so einem Quatsch überreden lassen werde, ist es allerdings noch eine ganze Weile hin, in der wir wahrscheinlich alle eine ganze Menge Zeit sparen könnten, wenn wir jetzt schon mit einer Tastatur doppelt so schnell tippen könnten. Außerdem ist es auch einfach saucool, schnell tippen zu können und es ist immerhin viel schneller als Morsecode mit schäbigen 5 Wörtern pro Minute. Und genau das versuche ich diese Woche. Also nicht Morsecode, aber 10 Fingersystem lernen und herausfinden, wie viel schneller ich dadurch tippen lerne. Dieses Video wird unterstützt von Blinkist. Ich würde mal vorschlagen, wir finden erstmal raus, womit wir es bei mir überhaupt zu tun haben. Wie schnell schreibt jemand, der die letzten 13 Jahre seines Lebens den ganzen Tag vorm PC saß? Leertaste startet das Diktat. Oh mein Gott, Diktat, da kommen jetzt die Flashbacks. Okay, okay, die normale Bewertung für Wörter pro Minute errechnet sich aus den Anschlägen pro Minute durch 5. Ah, das heißt, ich habe hier 406 Anschläge pro Minute, geteilt durch 5 ist das 81,2 Wörter pro Minute, ist eigentlich schon not bad für einen Anfänger. Normal sind wohl mit dem 10-Finger-System bei geübten Anwendern zwischen 200 und 300 Anschlägen in der Minute. Ich habe jetzt 400 gemacht. Wikipedia sagt ja, die Schreibleistung eines durchschnittlichen 10-Fingerschreibers liegt zwischen 200 und 400 Anschlägen je Minute. Ich bin schon knapp über 400 Anschlägen und damit 80 Wörtern pro Minute. Und das ohne 10-Fingerschreiben, einfach weil ich den ganzen Tag vor dem PC sitze. Was mich jetzt aber wirklich interessieren würde, ist, wie viel Luft nach oben da noch ist, wenn ich wirklich 10-Fingersystem könnte. Dafür analysiere ich jetzt erstmal Zeitlupenaufnahmen meiner Performance. So sieht das Ganze normal aus und so langsam wird es dann in Zeitlupe. Also man sieht hier direkt, dass ich einige Finger regelmäßig benutze, aber bei der rechten Hand, zum Beispiel bei diesem Ä jetzt, benutze ich meinen Mittelfinger, obwohl ich dafür eigentlich schon meinen kleinen Finger benutzen hätte sollen. Sorgt dann hier dafür, dass ich beim Komma hier einen roten Fehler mache und ist generell, wie man vor allem jetzt hier aus dieser Perspektive sieht, extrem ineffizient, weil ich einfach viel länger brauche, um zu überlegen und zu sehen, welchen nächsten Knopf ich jetzt drücken muss. Ja, hier, man hat's gut gesehen. Das heißt, ich benutze beim Schreiben nur 7 Finger so richtig und nicht 10. Schaut übrigens an meinen blauen Mittelfinger. Ich mache parallel noch ein Experiment, bei dem ich Malerei lerne und Ölfarbe ist echt hartnäckig. Ebenso hartnäckig sind meine mittelmäßigen Tippgewohnheiten, die sich über Jahre hinweg gefestigt haben. Aber ich probiere jetzt einmal mal einen Text mit 10-Fingersystem zu schreiben. Die beiden Zeigefinger kommen auf F und J, dafür hat man auch übrigens diese ganz kleinen Nupsis hier. Okay. Wie so häufig im Leben ist es natürlich am besten, wenn man von klein auf eine Sache direkt richtig lernt. Denn bevor ich mit dieser Art zu schreiben schneller werde, werde ich erstmal viel langsamer als normal. Unter 10 Wörter pro Minute statt über 80. Was? Ein großes B macht man, indem man hier drauf gehen soll und dann mit dem Zeigefinger auf B. Schon ein bisschen eklig. Kann ich das überhaupt noch rumtrainieren und wie lange dauert es, bis ich damit meine 7-Finger-Technik übertreffe? Ab sofort werde ich nur noch mit 10 Fingern schreiben, bis ich damit schneller bin. Damn. Zum Glück gibt es dafür Software, die einem genau beibringt, wo jeder einzelne Finger wirklich hingehört. Wie man hier sieht, sollten die beiden kleinen Finger, die ich aktuell noch so gut wie gar nicht benutze, im Optimalfall nämlich die größte Fläche der Tastatur abdecken, während sich die Ringfinger nur um jeweils 4 Tasten kümmern müssen. Schreibtraining starten. Jetzt mal erstmal nur A, S, D, F, J, K, L und Ö. Boah, das... Ah, das fühlt sich jetzt schon richtig weird an. Nein. Jölö. So die Basics zu lernen, das ist schon eine starke Methode, glaube ich, um das schnell, effizient sich einzuprägen. Mach ja schon mal die Basics, reiß sie mal zusammen. Boah, der Text bewegt sich die ganze Zeit nach links. Und wenn er dann aufhört, sich zu bewegen, dann ist es mega die optische Täuschung. Wow, ich glaube, ich drehe durch. Das ist wild. Macht Spaß, finde ich cool. Boah, das ist echt clean. Das ist ein cleanes System. Am Ende des ersten Tages bin ich bei Lektion 9, einem sogenannten intelligenten Diktat. Mit so extrem intelligenten Sätzen wie der Jogger joggt oder ja. Zwischenstand 124 Anschläge bzw. 25 Wörter pro Minute.
Wir haben jetzt Tag 2 und mein Training beginnt jetzt gleich, nachdem ich das Intro für eines meiner nächsten Videos geskriptet habe. Und ich bin durch das 10-Finger-System direkt viel produktiver geworden. Weiter geht's mit dem Training. Ich hoffe, das zieht jetzt an, weil sonst kommt bei meiner lowen Tippgeschwindigkeit nur noch einmal im Monat ein Video. Der Grund, warum ich beim Texteschreiben, also E-Mails und so weiter, nicht einfach meine alte, schnelle Technik verwende, ist, dass ich dadurch meine alten Muster aufrechterhalten würde, während ich mir neue aneigne. Ähnlich verlockend wäre es natürlich im Spanischsprachurlaub auf das für einen selbst viel leichtere Englisch zurückzugreifen, was seinen Fortschritt allerdings ordentlich ausbremsen würde. Ey, es fühlt sich richtig merkwürdig an, mit dem kleinen Finger diese Tasten zu drücken. Also das ist echt, als würde mir da die Kraft irgendwie fehlen. Aber ich merke, wie ich richtig schnell lerne. Also es fühlt sich an, als würde ich direkt unter meinen Fingerspitzen neue Nervenzellen bilden. Vielleicht soll ich eine Pause machen. Zwischenstand: 199 Anschläge bzw. 40 Wörter pro Minute. Ich bin auch mega weit entfernt, aber jetzt heißt's durchbeißen. Mir ist aufgefallen, dass ich beim Abtippen diese spannenden Texte, wie zum Beispiel Die Spinne von Christian Fürchtegott Gellert aus Goddamn 1946, ja, dass diese Texte echt beim Lesen durchs eine Auge rein und durchs andere direkt wieder rausgehen. Das heißt, ich baller jetzt neben dem Training einfach Hörbücher oder Musik. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. Zwischenstand: 310 Anschläge bzw. 62 Wörter pro Minute an Tag 3. Tag 4 zieht vorbei wie in Trance. 357 Anschläge pro Minute. Tag 5. Über diese Woche hinweg wird jedes einzelne Wort und jede einzelne Bewegung beim Tippen umtrainiert. Ich bin dabei tatsächlich schneller, wenn ich aufhöre, versuche, mit dem Kopf nachzudenken, was ich drücken muss, sondern einfach mache. Man kann sich und seiner Muscle Memory dabei förmlich beim Lernen zusehen. An Tag 5 habe ich aber scheinbar ein Plateau erreicht, bei mittlerweile 362 Anschlägen pro Minute, also nur noch 12% entfernt von dem, was ich mit meiner alten Technik erreicht habe. Dadurch merke ich im Alltag, dass ich automatisch auch außerhalb des Trainings beim richtigen System bleibe, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass es mich stark bremst, aber mein Ziel erreicht habe ich damit noch nicht. Na, 397 Anschläge pro Minute. Oh Mann, so close. Ah, ich habe so einen Krampf. Ah. Oh, damn! I am Speed, Alter. Ich würde jetzt eigentlich sagen, ich habe keinen Bock mehr, weil oft ist es so am Ende von Experimenten, ich habe keinen Bock mehr, wenn ich es dann irgendwann mal geschafft habe, aber ich habe voll Bock. Warum ich jetzt plötzlich in dem Wald bin, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall kann ich jetzt deutlich schneller schreiben. Ich meine, ich hätte auch besser geschrieben mit der alten Technik, wenn ich einmal ein bisschen mehr geübt hätte, so wie ich es ja getan habe. Allerdings habe ich jetzt viel, viel, viel mehr Luft nach oben mit dieser Technik. Und ja, ich schreibe privat sowieso nicht groß und klein. Ich schreibe einfach alles klein und dann bin ich nochmal ein gutes Stück schneller. Und das ist schon mal cool. Das ist ein echt geiler neuer Skill. Da war ich richtig schnell drin. Nur eine Woche. Ich glaube auch nicht, dass ich das nochmal verlerne. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich habe vor allem Schnelltippen in der Schule auch komplett gehasst. Und das ist schon geil. Ich konnte mich in einer Woche ordentlich verbessern. Drastisch verändern wird sich die Geschwindigkeit, mit der Menschen mit Computern interagieren, aber erst, wenn es Gehirnimplantate für sowas gibt. Also zum Beispiel das, woran Elon Musks Firma Neuralink derzeit arbeitet. Auch wenn man Elons Projekte mit Tesla, SpaceX und Neuralink für ein bisschen verrückt oder sogar gruselig halten mag, kann ich nur jedem seine Biografie, also Lebensgeschichte, empfehlen. Bei Blinkist, unserem heutigen Sponsor, gibt es das und viel mehr als Hörbuch in voller Länge. Bequem zum Nebenbeihören, also unterwegs oder im Haushalt. Ein Alleinstellungsmerkmal von Blinkist ist es jedoch, dass man dort den Kerninhalt von tausenden Büchern auch extrem verdichtet und komprimiert serviert bekommt. Statt zum Beispiel in 13 Stunden Gesamtlänge, gibt es das wirklich Wichtigste auch in ungefähr 15 Minuten zum Lesen oder Anhören. Oder in 7,5 Minuten mit Anhören in zweifachem Tempo. Also ein absolutes Muss, wenn ihr wenig Zeit habt, aber trotzdem wissbegierig seid oder euch einfach weiterentwickeln möchtet, mit unzähligen Büchern zu den Themen Wissenschaft, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmer,
Unternehmertum und viel mehr. Gönnt euch jetzt den kompletten Überfluss von lebenveränderndem Wissen eine Woche lang komplett kostenlos auf blinkist.de/tomary. Und das noch bevor ihr ein Jahresabo abschließt. Wenn ihr euch dann denkt, Alter, das brauche ich in meinem Leben, dann erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Erster Link in der Videobeschreibung, blinkist.de/tomary. Und damit verabschiede ich mich. Letzte Woche gab es mal am Samstag kein Video. Warum das so ist, erfahrt ihr über das Zweitkanalvideo hier in der Endcard oder auch in der Beschreibung. Und damit würde ich sagen, abonniert gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.